Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 1 auf Spielfeld Experte 100% Run. Und dann wollen wir auch mal gleich loslegen. Und ich weiß noch ganz genau, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren beim... ja, in den Phasenminen. Allerdings sind wir direkt vor dem Omega-Piraten, haben wir gespeichert. Wo ich heute schon ein bisschen gespoilert habe, was der Omega-Piraten ist. Das werdet ihr gleich sehen. Und wir haben beim letzten Mal auch noch uns ein paar die letzten Scans angeguckt und Metroid, war da auch schon Feuer drin? Wieso geht der Strom aus? Was? Zur Hölle? Weg! Okay, verwirrt. Ich bin einfach nur in die Speicherstation da gegangen. Moment, Cordit? Ey, mal im Ernst, Leute, ne? Ich wäre fast daran vorbeigelatscht. Ey, scheiße, was laber ich hier? Nein. Leute, das ist jetzt nicht live, was ich hier mache. Das ist kein Live-Kommentar, was ich hier mache. Ich habe es gerade versucht, aber nein, das ist zu doof. Hat man jetzt gerade schon ein bisschen gemerkt. Ja, es ist mal ein kleiner Fehler passiert. Aber es liegt nicht an mir, es liegt einfach an diesem scheiß PC mal wieder. An dem scheiß Programm, wo ich meine Stimme aufnehme. Nero halt. Scheiße. Ich war gerade dabei, das Video abzuspeichern. Ja, dann bin ich zu meinem PC gegangen, hab auf Pause gedrückt und dann auf Abschließen. Und als ich dann einfach mal zur Probe hören wollte, kam BUM! Während des Öffnens ist ein Fehler passiert und meint das Programm, mich einfach verscheißern zu müssen und macht's einfach aus. Ja. Das Ding da besteht aus Eis. Nun, vor Stromversorgung dieser Sicherheitsbarriere liegt unter einer massiven Eisschicht. Durch den hochtemperierten Schuss lässt sich das schmelzen. Ja. So habe ich das dann auch ungefähr gesagt. Tja. Jetzt bin ich mal kurz still. Das ist ein recht... ja. Das einzigste Exemplar. Ich denke mal einfach, ich weiß nicht, warum ausgerechnet nur der. Vielleicht haben die anderen Weltraumpiraten das ja irgendwie nicht verkraftet, so viel Phasen aufzunehmen oder so. Da sind sie nie in dieses Alter gekommen. Er hat es geschafft. Er ist der einzigste Überlebende, der es so ein bisschen diese Stufe geschafft hat. Ja, Leute. Und damit stelle ich euch vor, den Omega-Piraten, der Weltraumpiraten. Ein etwas größerer Pirat. Da konnte man jetzt gerade richtig schön den Unterschied sehen. Jetzt mal zum Omega-Piraten was gesagt. Rechts auf dem rechten Bild seht ihr da diese Schwert oder diese riesen Kralle, die Hand von dem Omega-Piraten. Was wohl die schwerste, härteste Waffe ist, was ich gedacht habe. Was wahrscheinlich auch der Fall ist. Allerdings setzt er die natürlich nur ein, wenn ich direkt neben ihm stehe und ganz direkt bei ihm bin. Ansonsten versucht er uns natürlich mit anderen Attacken zu verletzen, die auf Distanz effektiver sind. Okay, auf Spiel für Experte ist es ein sehr starker Gegner. Ich hätte ihn fast unterschätzt in dem Kampf jetzt. Werdet ihr gleich sehen. Es war relativ spannend. Ich war ziemlich aufgeregt. Schon alleine, dass BAM diese zwei Bomben mir einen ganzen Energietank jetzt schon abgezogen haben. Ich habe gerade den Energietank verloren. Nur durch diese eine Attacke da. Jetzt hat uns nur diese kleine Explosion gestreift und wir haben jetzt schon die Hälfte eines Energietanks verloren. Und wie ihr seht, da müssen wir jetzt, bin ich jetzt gerade dabei, diese Panzerung abzuschießen. So ähnlich wie bei Tardus, diesen Riesenberg, da diesen Stein. Verletzen tue ich natürlich damit nicht. Damit
müssen wir ihn dafür sorgen, dass er sich aufladen will. Und während er das tut, und alle seine... Bäm! Natürlich hat er mich jetzt wieder voll getroffen. Was mir jetzt einen weiteren Energietank abgezogen hat. Jetzt haben wir 3 verloren. Jetzt haben wir nur noch 7. Ja, wie gesagt, wir müssen mal die Panzerung von ihm abhauen, dass er sich dann aufladen will, regenerieren möchte. Und in diesem Zustand kann man ihn verletzen. Weil er seine ganze Energie auf diese Regenerationsinstandsetzung da, was auch immer er da einsetzt, leitet. Jetzt brüllt er uns kurz an, er verschwindet. Und das Problem ist, dass nun noch weitere Weltraumpiraten als Verstärkung kommen, die uns ablenken sollen, damit wir ihn nicht, während er sich auflädt, beschießen. Was auch ziemlich heftig ist. Wenn da... Später kommen dann noch 3 Piraten runter. Jetzt muss man genau hinhören. Sobald man so ein komisches Geräusch gehört, so ein Pssirung hört, dann... Ich kann jetzt schlecht nachmachen. Dann kommt er. Und wenn man es schafft, ihn eine Menge Schaden zuzufügen, dann ist es sozusagen eine Bonusrunde, womit er es uns nochmal ermöglicht, ihnen Schaden zuzufügen. Sollten wir allerdings nicht schnell genug sein, wie ihr jetzt seht, sind wir dann etwas zu spät gekommen und er hat sich wieder regeneriert, seine Panzerung zumindest. Jetzt habe ich es versucht, mit der Powerbombe zu Schaden zu nehmen, weil ich davon ausgegangen bin, dass seine 4 Panzerungsplatten, die er da hat, an den Gelenken einmal unten und oben aus Bendetium bestehen und da Bendetium Material ist, was relativ, was eine Schwäche gegen Powerbomben hat, ist es auch eine sehr gute Taktik gewesen, eine Powerbombe einzusetzen. Allerdings versuche ich jetzt, die mir noch aufzuheben für schwere Situationen, was auch sehr gut ist. Ja, ein Omega-Pirat hat natürlich auch wieder alles, was er auch von LDT-Pirat hat. Er hat die Schockwelle, er hat einen scheiß Granatenwerfer, er hat dieses nervige Schutzschild. Ja, genau wie ein Elite-Pirat alles. Außer, dass er sich halt regenerieren kann. Jetzt kommt das gleiche Schema nochmal, er verschwindet. Und wir müssen jetzt erstmal diese Weltraumpiraten da loswerden. Und spürt den Wavebuster, habe ich da gesagt. Er steht auf dem Fason rum, aber komischerweise macht ihm das keinen Schaden. Jetzt habe ich den Wavebuster einfach so gelassen. Um ihn damit auch nochmal zu frisseln. Was auch sehr gut war. Es ging nämlich relativ schnell. Wir haben also eine Menge Zeit gewonnen. Und jetzt können wir ihn nochmal beschießen. Und dadurch, dass wir ihn mit dem Wavebuster sehr schnell verletzt haben, können wir ihn jetzt also nochmal verletzen, ein drittes Mal. Allerdings kommen jetzt natürlich wieder die Weltraumpiraten. Und ich habe es sogar nochmal geschafft, ihn nochmal schnell rechtzeitig genug zu verletzen, damit wir ihn jetzt sogar noch ein viertes Mal schaden können. Allerdings, ja, so viel Zeit ist natürlich jetzt auch nicht mehr zur Verfügung gewesen. Und da hatte ich echt Glück, da war ich echt froh, dass es Weiße waren, diese Eispiraten da, dass man die da mit 2 Schuss besiegen konnte, weil meine Energie, ich habe ziemlich viel verloren inzwischen. Jetzt habe ich nochmal so eine gelbe Kapsel bekommen, aber jetzt sind wir jetzt auch gleich wieder weggehauen durch diesen Granatenwerfer. Jetzt hat er seinen eigenen Freund gerade weggehauen durch diese Schockwelle. Stirb! Aber so eine Power-Super-Missel scheint ihn nur zu kratzen. Jetzt war ich da kurz eingesperrt, jetzt haben wir nur noch 4 Energietanks. Bäm! Ja, also, ich kommentiere jetzt mein eigenes Video. Ich bin jetzt gerade, ich sitze hier auf meinem Computerschildchen rum und gucke auf meinen Bildschirm und es laber einfach so dazu, was da so passiert ist. Was ich so ungefähr gesagt habe oder sagen wollte. Ja, ist ein Fehler bei meinem Programm gekommen. Sagt ganz plötzlich, ja, kann nicht geöffnet werden, und meint sich einfach verpissen zu müssen. Und ich konnte es einfach nicht mehr öffnen, es ist weg. Mein ganzes Audio-Dingens war verschwunden. Jetzt hat er mich gerade wieder mit so einem blöden Granatenwerfer getroffen, das hat mich ziemlich aufgeregt. Jetzt haben wir nur noch 3 Energietanks. Und es kommen wieder 3 Piraten zur Hilfe.
Und dann auch noch so eine nervige Wave-Beam-Piraten, die so ziemlich lange dauern, bis sie endlich mal weg sind. Also Eis- und Feuer-Beam-Piraten wären auch die besten gewesen. Wave-Beam und Power-Beam dauert immer so lange. Jetzt muss ich aufpassen, da er jetzt da wieder kommt. Allerdings haben wir jetzt ziemlich viel Zeit verloren gerade, weil wir ihn nicht genau so ganz schnell gefunden haben. Zur richtigen Zeit. Das heißt, jetzt müssen wir also nochmal eine Runde gegen ihn kämpfen, sozusagen. Jetzt müssen wir ihn nochmal diese vier Platten weghauen. Und wir haben jetzt noch zwei Energietanks. Er kann einfach so auf Fasern stehen und zieht keine Energie ab. Jetzt hatte ich es mal geschafft, diesen Granatenwerfer auszuweichen. Und jetzt war, glaube ich. Jetzt hat er seinen Freund weggehauen. Jetzt hatte ich, glaube ich, diese Idee gehabt, ganz dicht bei ihm nahe dran zu gehen, um ihn zu provozieren, sozusagen, damit er nur diese Schockwellenattacke da einsetzt und damit er seinen Granatenwerfer nicht mehr einsetzt, weil diese Granatenwerferattacke ist die schlimmste Attacke irgendwie. Ich kann die irgendwie nicht ausweichen. Darum bin ich einfach ganz dicht bei ihm nahe dran gegangen, um zu hoffen, dass er den Granatenwerfer nicht einsetzt. Was auch hauptsächlich der Fall war. Allerdings nicht nur. Bäm. Also Schockwellenattacke ist kein Problem. Die kann man einfach durch den Sprung ausweichen. Allerdings, wie ihr jetzt gerade seht, bäm, haut er mich natürlich in den zweiten Energietank weg. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Energietank. Wir haben jetzt nur noch 181 Punkte. Er müsste uns noch zweimal treffen mit dem Granatenwerfer, dann wären wir tot gewesen. Ja, sehr spannender Kampf. Wir sind fast besiegt worden. Er ist auch fast besiegt worden. Das ist ein richtiges Gleichstand hier. Ein richtiger Gleichstandkampf. Kopf an Kopf Kampf. Auge um Auge. Okay, was heißt Auge um Auge? Er ist meilenweit größer. Jetzt wollte er wieder seinen Granatenwerfer einsetzen. Ja, zum Glück haben wir ihn jetzt die letzte Platte weggehauen. Sonst hätte er vermutlich mich nochmal getroffen. Wir hätten dann nur noch 64, das wäre dann echt übel. Weil jetzt kommen ja wieder diese drei Weltraumpiraten. Und gegen die müssen wir jetzt erstmal kämpfen, weil er jetzt nicht sofort kommt. Da mir das aber zu risikoreich war, habe ich mir gedacht, ich hau die einfach so mit der Powerbombe weg. Und haben auch zum Glück gleich alle drei getroffen. Und können jetzt genüsslich warten, bis er kommt. Und ihn neben Todesstoß geben. Ja, Alter, da guckst du. Bäm. Und muss natürlich auf uns fallen. Das habe ich auch gesagt. Brodel, 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 brodel. Du stinkst, hau ab. Bäm. Ja, Leute. Das ist geil, ne? Richtig geil. Damit war ich jetzt nicht die Figur, sondern den Anzug von Thomas. Sieht einfach zu genial aus. Schwarz-Rot, das ist eine richtig geile Kombination. Ist der geilste Suit im ganzen Metroid Prime-Reihe. Finde ich geiler als die restlichen Suits, die wir in Metroid Prime 2 und 3 noch bekommen werden. Okay, Metroid Prime 3 bekommen wir nur einen einzigen. Was etwas doof ist. Aber Metroid Prime 2 bekommen wir wieder zwei verschiedene. Aber die sehen meilenweit nicht so gut aus wie der da. Vor allem jetzt hier, der Morphball. Der sieht einfach sowas von genial aus. So dieses schwarz, moderne, glänzende, rotes Schimmer. Herrlich. Ja, also die Überlegung, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust gehabt, jetzt hier nochmal den ganzen Let's Play-Part jetzt nochmal zu kommentieren. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Jetzt habe ich mir das Zeug angeguckt, weil ich finde, das sieht einfach zu geil aus. Jetzt habe ich überlegt, wo gehe ich lang. Bis ich zum Entschluss gekommen bin, ich gehe einfach da lang. Allerdings, nein, nicht nach unten lang, weil da oben war die Tür gewesen. Ja, also wie gesagt, keinen Nerv gehabt, aber das war jetzt der Omega-Pirat. Das war jetzt wirklich ein Meilenstein im Spiel gewesen, gegen den Omega-Piraten zu kämpfen. Darum, ich musste es einfach jetzt nochmal kommentieren. Ich konnte das Video jetzt nicht einfach so hochladen. Das ist so ein Rug-Troach, ist so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Es ist mir aber auch völlig Wurst.
So, ich bin da lang gegangen, weil es da einen Energietank gibt. Und weil wir jetzt die Tür öffnen können, weil die, wie gesagt, im vorigen Part habe ich ja gesagt, die Tür geht nur von der anderen Seite auf, nämlich von dieser. Und dann kämen wir jetzt nämlich da raus, wo wir hergekommen sind, von den Höhlen von Magma. So, und da sind Spaltmetroids. Auch wenn ich nicht weiß, warum diese zwei dort immer Selbstmord begehen. Das ist irgendwie so ein Bug im Spiel oder so. Sobald man sich denen nähert, machen die einfach Selbstmord. Ich weiß nicht wieso, da ist eine blöde Kamera gewesen. Oh Mann, ich habe gerade richtige Ohrenschmerzen. Ich weiß nicht wieso. Jetzt habe ich versucht, ihn zu scannen. Allerdings versuchen, dass er mich nicht bemerkt. Spaltmetroid. Metroid, der sich in zwei Organismen teilen kann. So, eine weitere Erklärung. Jetzt kennen wir die normale, gewöhnlichen Talon-Metroids, die Jäger-Metroids und die Spalt-Metroids. Mehr Metroids gibt es hier in dem Spiel nicht. Diese drei Varianten gibt es und ich habe ja schon mal im vorigen Part schon mal gespoilert. Diese Metroids können sich... Das hat mich jetzt angekotzt. Da geht man einmal aus dem Raum raus und schon sind da neue Gegner drinne. Und die haben mich jetzt natürlich gesehen und darum verpisse ich mich jetzt auch ganz schnell. Die Spalt-Metroids sind sehr nervige Metroids. Wirklich richtig nervig und zum Ankotzen. Die sind nicht gefährlich, sondern eher nur wirklich nur nervig. Weil die können uns eigentlich auch nur schaden, wenn sie uns greifen. So wie die Talon-Metroids. Und das zieht dann auch nicht so viel Energie ab. Die können wir also leicht abschütteln mit einer Morphball-Bombe. Und das Blöde ist... Wir können die Spaltmetroids nicht einfrieren, so wie die Talon-Metroids, die ihr gerade jetzt seht. Die Spaltmetroids muss man wirklich tausendmal draufballern, bis die eigentlich mal weg sind. Das ist wirklich bei Spielstufe Experte nervt das ohne Ende. Aha. Jetzt habe ich abgespeichert. Warum, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich ja noch viel Energie. Also seht ihr, ich habe das Spiel abgespeichert und tja. Jetzt könnte ich da sowieso nicht normal machen. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich bei jedem Let's Play Spiel, bei jedem Spiel, was ich Let's Playen werde, dass ich da irgendwie so den Spielstand kopiere. Und das ist auch nur ein gewöhnlicher Talon-Metroid, also kein Problem. Genauso wie die. Erkennen kann man die ganz leicht an der Farbe. Die Talon-Metroids sind eher grünlich. Die Spalt-Metroids sind weiß. Ja, sobald man als erstes versucht, die Spalt-Metroids ein wie die Talon-Metroids einfach so zu greifen. Und da ist auch schon wieder so ein Scheißvieh. Sollten wir richtig draufballern, so wie ich das jetzt gerade mache, spaltet er sich. Nach einer gewissen Zeit, wenn ich da drauf baller, erstmal müssen diese blöden Blitzbomber da weg. So, jetzt seht ihr, dass er sich da unten spaltet. Jetzt muss man darauf achten, welche Farben die haben. Jetzt seht ihr da unten einmal so einen lila. Der linke ist lila und der rechte ist weiß. Das heißt, ja, muss man jetzt wieder auf die Farbe achten. Der Lilane kann man nur mit dem Wavebeam besiegen, den Gelben kann man nur mit dem Powerbeam besiegen, den Weißen kann man nur mit dem Icebeam besiegen und den Roten kann man logischerweise nur mit dem Plasmabeam besiegen. Ja, es ist also genau wie bei den Weltraumpiraten da, diese vier, dass man da auch nur diesen Powerbeam-Piraten, dass man den nur mit dem Powerbeam besiegen kann und das ist genau dasselbe eigentlich im Prinzip. Das Einzigste ist halt nur, dass man die nicht einfrieren kann, das ist das Einzigste Blöde. Ich hätte mir vielleicht was zu trinken herstellen sollen. Ich laber ja ohne Unterbrochen. Und das hat mir jetzt auch wieder überhaupt nicht gepasst. Weil das war auch ein Spalt-Metroid. Wirklich, überall sind da jetzt Spalt-Metroids, wo vorher eigentlich die Jäger-Metroids waren. Und jetzt verfolgt uns da so eine ganze Armee von Metroids hinter uns. Und verpissen uns. So, jetzt ein weiterer Grund, warum ich da hingegangen bin. Ich bin dorthin gegangen, weil es hier ein Artefakt der Chose gibt. Das holen wir uns natürlich, weil ich keine Lust habe, den ganzen Weg wieder zurück in die Phasonmine, in die dritte Ebene reinzulatschen und mir um diesen Artefakt da zu holen. Also, ne, das versteht ihr sicherlich, dass ich da jetzt, dass ich
dass ich da unbedingt raus will, dass ich diese ganzen Phasomien nicht mehr sehen will. Darum hole ich mir da alles und scanne alles, sodass wir da nie wieder mehr hin müssen. Ja, dies ist der Artefakt der Neugeborenen. Oh, mal ganz im Ernst, Leute, ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden, ey, mein Mund tut mir weh. Meine Ohren auch, komischerweise. Ich glaube, ich rede zu laut oder so, ich weiß es nicht. Bin gerade irgendwie fix und fertig. Jetzt habe ich geguckt, wo muss ich als nächstes hin? Oder wie muss ich als nächstes hin? Jetzt habe ich mir überlegt, gehe ich zurück oder gehe ich lieber wieder nach vorne? Welchen Weg wir gehen? Habe ich mich entschieden, gehen wir den oberen Weg lang, weil wir uns natürlich das Artefakt des Kriegers, war das, glaube ich? Ja, es war's. Artefakt des Kriegers uns auch noch holen wollten. Das gibt's nämlich auch in den Phasonbienen. Und dazu müssen wir da zu dieser Eliteforschung rein. Genau da. Dort befindet sich ja dieser eine Pirat, den wir schon mal begegnet sind, der in einem Gefängnis gefangen ist aus Bendelsium. Allerdings hatten wir ja da die Powerbomben nicht und wir konnten ihn nicht befreien. Jetzt können wir es allerdings. Ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg halt dahin. Jetzt war ich gerade beim Überlegen, wie ich da wieder rauskomme. Und, ja, da muss man natürlich einen Boost einsetzen. Oh, mein Ohr juckt. Ich muss mir kurz mein Headset absetzen. Ah. Ja, Leute. Also, wie ihr gesehen habt, mit Boostball kommt man da... Aua! Jetzt hau ich mein Mikrofon hier ein, ne? Und da sind wieder die Jäger mit Schwarz gewesen, die mir sehr viel lieber sind. Weil die kann man ja einfrieren und Missile hinterher und bam, wechseln sie. Ja, und da schwimmt auch wieder so ein blöder Spalt mit Schwarz rum. Der so schnell, der blöd so im Kreis rumherfliegt und ich den einfach nicht treffe. Darum habe ich jetzt einfach erstmal den da hinten genommen. Puff, kein Problem. Und jetzt habe ich weiter versucht, den da irgendwie zu kriegen. Und bam, ihr seht, er friert nicht ein. Zup! Habe ich mich einfach dort verpisst, weil ich keine Lust habe, mich mit dem Mond zu spielen. Und der hat uns da fast gekriegt. Und jetzt kommt das Jägermensch halt auch noch uns in die Quere. Und ah, ich habe jetzt gedacht, er trifft mich und... Nein, weg! Und ja. Und wir sind dann am nächsten Raum und wieder sind neue Gegner da. Die Blitzbomber, die Getarnten da, an die kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Irgendwie sah alles auf dem Weg dorthin noch viel anders aus. Oh, mein Mund. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Ich habe jetzt wirklich nonstop gelabert. Ich habe gerade gelabert ohne Pause. Und jetzt befinden wir uns wieder in einem Fahrstuhl. Da habe ich noch gesagt, das weiß ich noch ganz genau, endlich ein Fahrstuhl. Weil überall in jedem Raum, da waren so blöde... Ja, David, das ist natürlich auch nicht schlecht. Brucky, meine ich. Sehr schön. Ich roll jetzt erstmal über meinen... Genau. Ich roll jetzt erstmal über... Richtig fett roll ich hier über mit meinem Riesenstuhl über mein Kabel von meinem Mikrofon hier. Sehr schön. Sehr schön, wenn man das kaputt machen will. Dass auf einmal dann... Dass dann auf einmal vom... Wie man es bestimmt so schön kennt, wenn man eine Katze hat oder einen Hasen zu Hause oder sowas. Habe ich nämlich schon alle gehabt. Dass auf einmal irgendwo so ein Kabel auf einmal angeknabbert worden ist und... Puff, da geht das Licht aus und da brechen die ganzen Metroids aus. Und ja, wie gesagt, wenn man eine Katze, eine Maus, Hase hat und... Da kommen 1000 Kameras und... Scheiße, ich werde da richtig abgenudelt gerade. Schaden ohne Ende und bäm. Und da habe ich mich gefragt, wieso sind die Kameras ist jetzt nicht kaputt? Weil ich habe da ja eine Powerbombe gerade eingesetzt. Ja. Und wie gesagt, wenn man einen Hase oder eine Katze hat, dass man dann auf einmal einen großen Kabel in der Ecke findet, was angeknabbert wurde, was dann auf einmal diese Drähte da, dass die so herausgelegt sind oder dass ein Wackelkontakt entsteht und jetzt kommen diese vier Eiszombies da wieder und habe ich gesagt. Und wie gesagt, als ich da im Fahrstuhl war, habe ich ja noch erwähnt,
dass in einem Fahrstuhl, egal bei welchem Metroid Prime, dass es in jedem Fahrstuhl keine Gegner gibt. Glaube ich. Oder ich glaube, nee, doch nicht. Bei Metroid Prime 3 gibt es einen etwas größeren Raum, wo es unter anderem einen Fahrstuhl gibt. Allerdings fährt dieser Fahrstuhl nur so ein bisschen, so eine kleine Etage hoch. Also jetzt nicht einen ganz kompletten, eine komplette Ebene oder einen ganzen kompletten Welt sozusagen. Also große Fahrstühle, da gibt es nie Gegner drinne. Ja. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich keine Lust habe mehr zu labern. Aber egal, wir haben jetzt, ich habe schon über die Hälfte, so ungefähr 70, so 65% des Videos habe ich hinter mir. Wenn ich jetzt gerade so auf den Ladebalken gucke und wehe, mein scheiß Programm sagt dann schon wieder Fehler, ey, dann wirklich. Ganz im Ernst, Leute, ein zweites Mal werde ich das hier ganz sicherlich nicht nochmal, ne, ein drittes Mal werde ich, wird es nicht geben. Ist mir scheißegal, ob ich gegen Omega-Piraten gekämpft habe oder nicht. Dieser Typ ist echt blind. Der Typ steht auf den anderen Typen drauf, das habe ich auch noch nie gesehen. Was läuft denn da im Fernsehen? Bis zum Morgengrauen, dieser Vampir-Scheiß-Film, ne? Also an alle Leute, die jetzt deren Lieblingsfilm, wie heißt denn dieser Scheißfilm? Irgendwas mit Blut. Blut. Wie heißt dieser Scheißfilm? Jetzt habe ich diese Elite-Piraten da gerade angeguckt, weil ich, da habe ich nämlich gesagt, warum können diese blöden Piraten nicht weg sein und dafür brechen die nächsten Piraten dann Elite-Piraten aus. Vielleicht kommen sie ja sogar mal zu zweit, das habe ich mir gefragt. Warum immer nur einer, ne? Aber wie heißt denn der Scheißfilm? Oh, so ein Vampirfilm, der auf Super RTL. Ne, stimmt gar nicht. RTL 2, glaube ich, lief. Mit diesem Vampirfilm, nein, dieser Scheißfilm. Wo dieser eine Vampir mit dieser blonden Tusse da zusammen ist. Was, glaube ich, ein Mensch war oder so. Keine Ahnung. Totaler Drecksfilm, ne? Das sind alle Leute, die den Film jetzt mögen. Also mein Fall ist es überhaupt nicht. Ich meine, in welcher Welt leben die da, dass die Vampire vergöttern? Die sind total heiß auf Vampire. Die vergöttern so richtig. Sag mal, geht's noch? Vampire fressen, saugen das Blut da von Menschen raus und die Menschen da jubeln dann auch zu sozusagen oder was? Ich meine, so, was ist das für ein Scheißfilm? Mann, ernst? Oder ich verstehe das ganz einfach nur falsch. So viele Folgen habe ich nicht gesehen, aber für mich sieht das irgendwie so aus. Mann, euer Job schon wieder. Jetzt verrutscht mein Headset auch noch. Jetzt habe ich da überall nochmal rumgeguckt, um einen eventuell einen Computer zu finden, den ich vielleicht nicht gescannt habe. Weil ich der Hoffnung war, dass ich nicht vielleicht doch zur Eiswüste von Fendrana nochmal umgucken muss da. Also zur Eiswüste von Fendrana muss ich sowieso hin wegen den Artefakten, aber ich habe gehofft, dass ich jetzt durch diesen, dass ich da jetzt nochmal diese ganzen Pirateneinträge vielleicht finde. Die letzten zwei. Oh Mann. Ja, und diese schönen Kisten sind wieder, diese explosiven Kisten, die immer wunderschöne Sachen hinterlassen, wie zum Beispiel Powerbomben. Oder, wenn die Powerbomben voll sind, einen Missile-Container, der 10 auffüllt. Also immer schöne Sachen. Und ich sehe gerade, wir haben 150 Missiles. Das bedeutet, es fehlen uns eigentlich nur noch 75, glaube ich. Ist eigentlich nicht mehr so viel. Ja, Leute, und ich war richtig froh, als ich endlich mal da raus bin. So, jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung, was ich sehr gerne mache dort. Den Wavebuster einsetzen und sowas machen. Das finde ich immer zu geil.
diese vier Teile da mit dem Wavebuster zu besiegen. Oh Junge. Oh, morgen gab es irgendeinen witzigen Film. Was war denn das nochmal? Oder war der gar nicht witzig? Ah ne, stimmt gar nicht, es war ein Horrorfilm. Ich stehe auf Horrorfilme, Leute, ganz im Ernst. Jetzt kann ich das erste Mal mal irgendwie so private Sachen latschen, überlabern oder so. Jetzt war ich kurz am überlegen, wo ich hin muss, um in diesen Elite-Forschung daran zu gehen und... Lalalala. Überall sind Metroids und ihr habt mich nicht gesehen und ich habe euch auch nicht gesehen. Habe ich gesagt dort. Ja. Also ich glaube, das ist halt wirklich der erste Let's Part, den ich jemals gemacht habe in einem Let's Play, wo ich so viel gelabert habe. Aber ich spiele hier auch nicht, ne? Ich gucke ja nur zu. Kein Wunder, dass ich so viel laber. Ich muss mich ja gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Ich kann mich jetzt aufs Gelaber konzentrieren. Ich glaube, das ist ganz schlimm. Jetzt habe ich geguckt, wo ist diese scheiß Kamera? Die war dahinter. Und jetzt habe ich gesagt, ja, sie muss mich natürlich nochmal treffen, ist ja klar. Aber ihr könnt nicht noch rumschießen, ihr Scheißteil. Ja, habe ich gesagt. Das ist auch das erste Mal, dass ich so einen Live-Kommentar mache zu einem Video. Sonst habe ich ja immer nur meine Videos direkt Let's Played. Ja, und wie gesagt, da war dieser komische Elite-Pirat-Typen, den wir schon mal gesehen hatten. Den aber wir nicht befreien konnten. Jetzt habe ich mir nochmal die PCs angeguckt, um einen eventuell zu finden. Aber okay. Powerbombe und raus mit dem Typen. Bam. Ja, und er sieht etwas anders aus als die anderen Kollegen. Etwas mit mehr Fasern, etwas verkrüppelter. Fasern in die Pirat, dem energiereich Fasern verabreicht wurde. In dieser starken Fasern vor allem steht Pirat, steht dort erst in ihnen und ein Generator ein starke Druckwellen erzeugt. Eine Plasmakanone, wie sie normalerweise von den Piratenfällen wird, gehört nicht mehr zu seiner Bewaffnung. Die direkte Invasion von Fasern in seinen Körper verschafft den Fasern in die Piraten einen enormen Leistungszuwachs, dass die Lebenserwartung dadurch drastisch sinkt, scheint für das Forschungsteam der Weltraumpiraten kein Problem darzustellen. Heißt im Prinzip, er lebt weniger. Auch wenn die maximale Lebenserwartung etwas gesunken ist. Okay, da stand er da. Dafür ist die jetzige Lebensenergie höher, das heißt, er hat eine härtere Panzerung. Allerdings ist die Lebenserwartung wirklich sehr gering, wenn dieses Vieh denkt, dass er mich besiegen kann. Und ich war richtig froh, dass er diesen scheiß Dings Granatenwerfer nicht mehr hat. Der hat mir beim Omega-Pirat wirklich komplett gereicht. Das einzige, was er hat, ist seine Schockwelle. Die kann man ohne Probleme ausweichen. Ich weiß gar nicht, ob man den auch mit Powerbomben besiegen konnte. Ich wollte es nicht ausprobieren, die Powerbomben waren mir einfach zu wertvoll. Ich habe es einfach Plasma-Beam drauf geballert. So. Und das nächste Artefakt erscheint. Das Artefakt des Kriegers. Das ist das einzigste Artefakt im ganzen Spiel, was man nicht sieht. Sonst kann man alle Artefakte hören und auch sehen. Das ist wirklich das einzigste Artefakt, was einfach so erscheint, wenn man den Gegner besiegt hat. Darauf muss man auch erstmal kommen, ne? Woher soll man das wissen? Okay, Leute, es gibt für alle Leute, die das Spiel vielleicht das erste Mal spielen, man muss die Artefakte an einem Tempel hinbringen, und zwar auf der Talon-Oberwelt. Diesen Tempel habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Eigentlich kann man da schon gleich vom Anfang an, sobald man auf diesem Planeten landet, kann man dort direkt schon gleich hingehen. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Wir sind einfach gleich sofort zum Schwarmmechaniken gelatscht in den Ruinen von Chozo. Dort sind so Gedenksteine dort von gefallenen Chozo-Kriegern, glaube ich. Und wenn man diese Steine scannt, kann man Tipps bekommen, wo zu einem Aufenthalt, wo sich ein Artefakt befindet. Ja.
Allerdings, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden. Okay, besser gesagt, bei einem bestimmten Artefakt steht, Invasoren betrachten die eisigen Steppen von der Eisfüße von Fendrana oder so. Auf einem Turm befindet sich das Artefakt, oder unter einem Turm befindet sich das Artefakt. Entweder auf oder unter einem Turm oder so ähnlich. Ja, was zur Hölle? Ich wusste gar nicht, was die mit Invasoren meinen. Keine Ahnung. Und es gab in der Eiswüste von Fendrana mehrere Türme, Leute. Mal ganz im Ernst. Wenn man mal genau darauf achtet, da gibt's da wirklich mehrere Türme. Und ich war wirklich bei jedem Scheißturm und hab dagegen geballert ohne Ende. Alles Mögliche habe ich da versucht, aber nichts gefunden. So war es wirklich schon einmal so gewesen, dass ich das Spiel für ein paar Monate, glaube ich sogar, gar keine Lust mehr drauf hatte. Weil es war mir einfach zu doof, da wirklich diese 1000 Türme bei Eiswüste von Fendrana dazu zu suchen. Ja. Ja, als ich klein war, wusste ich nicht, was Invasoren sind. Keine Ahnung. Wer Invasoren sind, da habe ich bei Google nachgeguckt, irgendwann mal, als ich den Dreh raus habe, dass Google ein guter Freund und Helfer ist, habe ich in Google einfach mal Invasoren eingegeben, um dann bei Wikipedia oder sowas die Bedeutung zu lesen. Ja, wurde mir gesagt, dass es halt, kurz mal unterbrechen. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist sozusagen genau wie unser Wavebuster für unseren Wavebeam. Ein Charge-Combo, nur halt für unseren Plasma-Beam. Und was ein Flammenwerfer ist, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, Leute. Ich glaube, das weiß jeder, was das ist. Darin gibt es wirklich nichts Besonderes. Es ist wirklich ein stinknormaler Flammenwerfer, der leider keine große Reichweite besitzt. Und den benutze ich eigentlich auch relativ selten. Weil ich glaube, ich glaube, der besiegt jeden Gegner mit einem Schuss, sobald wir den Gegner damit berühren sollen. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, damit ihr den mal in meiner Aktion erlebt, seht. Allerdings nicht in diesem Part. Weil ich nicht mehr so viele Missiles hatte und es gab keine Gegner irgendwie, die ich mit dem Flammenwerfer besiegen wollte. Die hätte ich vielleicht besiegen können mit dem Flammenwerfer, aber es sind ja nur zwei Stück gewesen, das war mir ein bisschen zu wenig. Jetzt fehlt uns eigentlich nur für unseren Ice Beam den Charge Combo. Ich weiß auch schon, wo der ist. Oh, den werden wir uns definitiv im nächsten Part holen, vielleicht. Und an diesem Missile-Container dort, an dem da, bin ich wirklich fast vorbeigelatscht, weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der da war. Habe ich mir gar nicht richtig gemerkt. Und ich war so erleichtert, ich habe nach oben in den Himmel geguckt, weil frische Luft, endlich aus diesen stinkigen Ruinen daraus, Minen. Ja, Invasoren sind sozusagen, Leute, ich sag jetzt mal Menschen vielleicht, oder Wesen halt, Menschen, die halt, ja, sich in ein Land breit gemacht haben, obwohl ihnen das Land nicht gehört. Das sind, glaube ich, Invasoren. Also halt, ein Land, was einem nicht gehört, macht man sich da drin breit, halt Platz machen sozusagen. Weil die Weltraumpiraten, die Eiswüste von Fendrana, das Land gehört denen ja sozusagen nicht. Und die haben da einfach so eine Weltraumbasis dort platziert. Darum sind die Weltraumpiraten die Invasoren. Ja. Jetzt habe ich kurz überlegt, die letzten Gegner, ob ich die wirklich noch weiß. Ja, weiß ich. Ja, Leute, und jetzt habe ich nochmal gesagt, ihr werdet im nächsten Part definitiv, jetzt haben wir nämlich, ja. Übrigens, jetzt haben wir alle unsere Waffensysteme, die es in dem Spiel gibt, gefunden. Es gibt jetzt keine neuen Waffensysteme mehr, bis halt auf unseren Charge-Combo von dem Ice Beam, der aber natürlich eher optional ist, den brauchen wir nicht, um das Spiel zu beenden.
Allerdings natürlich brauchen wir den, um eine hundertprozentige Bewertung zu finden für die Items. Das ist halt unsere einzigste Technologie, die uns noch fehlt. Also ansonsten haben wir jetzt alles. Der Pharson-Suit, den wir jetzt haben, war der letzte. Die letzte Technologie, die wir bekommen würden. Das bedeutet, dass wir ab dem nächsten Part und die ganzen Artefakte suchen und auch die ganzen Missile-Container suchen und die letzten Energietanks suchen werden, um das Spiel zu komplettieren. Bevor wir uns dann endgültig zum Endgegner aufmachen. Ja. Und damit habe ich das Spiel beendet. Und jetzt ist ein schwarzes Bild gerade. Glaube ich. Müsste. Weil ich jetzt sage, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Wo ich hoffe, dass mir dieser Scheißfehler wie jetzt nicht normal passiert. Okay, bis dann Leute.